Dieses Spiel der bekannten Castlevania-Serie ist der dritte und letzte Teil, der auf dem Game Boy erschienen ist. Unter Fans der Serie ist das Spiel durchaus umstritten. Manche feiern es ab, wieder andere werden nicht wirklich warm damit. In diesem Test gehe ich als eine Person an das Spiel heran, die nur oberflächliche Kenntnisse über die Serie hat. Da werde ich das Spiel für sich betrachten und keine großen Vergleiche zu anderen Teilen ziehen. So viel also zu meiner Herangehensweise, aber lasst uns jetzt mal zusammen hineinschauen. Was taugt Castlevania Legends für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von KCEN entwickelt und von Konami sehr spät, erst 1998 bei uns und in den USA veröffentlicht. Japan bekam das Spiel ein Jahr früher und hat dort einen anderen, sehr langen Namen, den ich hier erst gar nicht versuche korrekt auszusprechen. Die erste Überraschung begegnet euch sofort, wenn ihr das Spiel startet. Ihr spielt Sonja Belmont, also eine weibliche Protagonistin. Dieses ist für die Serie zu diesem Zeitpunkt eher ungewöhnlich, wirkt sich aber abgesehen von der Optik nicht auf die Spielweise aus. Eure Waffe ist jedoch natürlich die Lieblingswaffe der Belmonts, die Peitsche. Diese könnt ihr auch durch einsammelbare Upgrades in 3 Stufen verbessern. In der letzten Stufe schleudert diese dann sogar Bälle von sich und wird so zur Fernkampfwaffe. Zusätzlich gibt es noch einen Burning Mode und die Seelenwaffen. Ersteren könnt ihr pro Leben einmal zünden und dieser verleiht euch dann analog zum Stern in Super Mario für eine gewisse Zeit eine Unverwundbarkeit. Wie erwähnt, könnt ihr diesen jedoch nur einmal pro Leben einsetzen und so solltet ihr ihn immer genau darauf achten, wann und wo ihr das auch einsetzt. Die Seelenwaffen bekommt ihr dann durch das Besiegen der Bossgegner. Diese haben unterschiedliche Fähigkeiten, wie zum Beispiel das Festfrieren der Gegner und so weiter. Für den Einsatz dieser Fähigkeit wird immer eine bestimmte Anzahl von Herzen verlangt. Diese sammelt ihr klassisch durch das Zerstören von Kerzen ein. Je mächtiger die Fähigkeit, desto mehr kostet ein Einsatz logischerweise. Abgesehen von dem Herzen gibt es natürlich auch noch eine Castlevania Standard zum Einsammeln, Extraleben, Lebensenergie, heiliges Wasser und so weiter. Auf diese Art und Weise ausgerüstet, kämpft ihr euch dann durch insgesamt 6 großzügig angelegte Level. Ihr startet dabei natürlich unten im Schloss und kämpft euch dann hoch, um dann da Dracula höchstpersönlich zu bekämpfen. Aber dieser macht euch den Weg natürlich nicht allzu leicht und es lauern allerlei thematisch passende Gegner auf euch. Diese haben allerdings eine etwas nervige Angewohnheit. Sie respawnen, sobald ihr einmal aus dem Bildschirm raus seid. Am Ende eines jeden Levels erwartet euch dann natürlich wie angesprochen ein Boss. Ab und zu gibt es dann auch mal Verzweigungen in den Bereichen. Wenn ihr jetzt denken solltet, hey cool, unterschiedliche Wege zum Weiterkommen, werdet ihr jedoch enttäuscht. Die Wahl ist leider nur oberflächlicher Natur. Auf einen Weg geht es dann weiter und auf dem anderen Weg könnt ihr dann nur noch mehr Goodies einsammeln. Das allgemeine Spielgefühl ist dabei Castlevania typisch eher gemächlicher, was dies allerdings nicht bedeutet, dass das Spiel dadurch schwer wäre. Vergleicht man es nur mit anderen Action-Plattformern, fehlt es hier etwas an Geschwindigkeit. Allerdings hat die Protagonistin einen großen Vorteil im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen. Ihr könnt im Sprung die Richtung wechseln. Das mag sich zwar nach keiner großen Sache anhören, erleichtert jedoch ab und zu schon einmal sehr die Sprungpassagen. Wenn euch der normale Schwierigkeitsgrad zu hart sein sollte, habe ich jedoch eine gute Nachricht für euch. Es gibt einen Light Mode. Der erleichtert euch etwas das Leben und so startet ihr zum Beispiel gleich mit einer voll ausgerüsteten Peitsche. Euer Spielfortschritt wird dann in Form von Passwörtern festgehalten. Die Grafik sieht in Ordnung aus. Versteht mich nicht falsch, sie sieht gut aus, aber ich hätte mir mit dem Blick auf das Erscheinungsdatum etwas mehr gewünscht. Immerhin gibt es jetzt keine großartigen Slowdowns. Auch beim Sound wird das Erwartete abgeliefert, wobei hier die Castlevania-Serie eigentlich für eine höhere Qualität bekannt ist. Auch hier heißt es jedoch nicht, dass es schlecht wäre. Was taugt Castlevania Legends für den Game Boy also heute noch? Wie schon angesprochen, stelle ich in diesem Test keine großartigen Vergleiche mit den anderen Titeln an. Mir hat das Spiel durchaus gefallen. Die Stimmung stimmt einfach und das Spielgefühl passt. Es ist ein überdurchschnittliches Spiel, jedoch fehlt es mir irgendwie am gewissen Etwas. Wäre es ein sehr frühes Game Boy Spiel gewesen, hätte ich es abgefeiert. Aber mit dem Blick auf das Release-Jahr hätte da einfach mehr drin sein können. Wenn ihr jedoch Lust auf einen sehr guten Action-Plattformer habt, könnt ihr hier auf jeden Fall zugreifen, wobei das Modul leider nicht zu den günstigen gehört. Das war der Test zu Castlevania Legends auf den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.